fragen. Es ist schon wieder so spät. Oh Gott, ich fühle mich richtig unwohl in meinem Zimmer mit den ganzen Klopapierrollen hier drin. Vor allem, weil der Vermieter die ganze Zeit gesagt hat, ja, das sind keine Kameras, das sind keine Kameras. In meinem Schlafzimmer sind drei und da höre ich schon wieder irgendeine Tür. Hallo? Hallo. Hi. Die Tür Ich sehe war keine gesch... Kameras in den Toiletten hier. Die Tür war geschlossen eigentlich. Bitte hören Sie auf, die anzubringen. Ich kann die nicht entfernen. Die sind fest in der Wand verankert. Ich muss nur etwas konfigurieren. Da sind keine Kameras drin. Hä? Was? Nein! Es sind keine Kameras. Warum sagen Sie das immer? Bitte hören Sie auf, es ist Weil es gruselig. keine Kameras sind. Es ist gruselig. Ja. Ja? Das ist Ja. alles. Ich zeig sie Es an. sind. Wenn ich da drin eine Kamera finde, ich lasse mir hier einen Experten kommen. Sie werden da keine Und Kameras finden. wenn der Das da eine muss durchsuchen Kamera. werden, weil ich gesagt habe, da sind keine Kameras drin. Wenn ich da eine Kamera drin finde, dann. Ne? Es ist Klopapier, es Ich ist ein verklag Geschenk vom sie. Vermieter. Ich verklag sie. Nein. Oh Gott. Das ist so. Ich meine, ganz ehrlich, ihr habt es ja selber gesehen. Das ist super gruselig. Ich traue mich gar nicht auszupacken. Ich will einfach. Ich weiß nicht. Ich will nicht, dass der in meinen Kram kommt. Ich habe immer noch keinen richtigen Möbel. Es kann doch nicht sein. Ich will eine andere Wohnung. Oh, ich habe heute Morgen im Briefkasten einen Brief gefunden und da stand drinne, dass es noch andere Wohnungen zu vermieten gibt. Und ich meine, das ist das Erstbeste, was ich gefunden habe. Vielleicht finde ich ja irgendwas, was auch nicht unbedingt hier ist, sondern in der Gegend mit schönerem Ausblick. Hier drüben wohnt der Verrückte und keine Ahnung, der Ikea ist scheinbar auch nicht so belebt. Ich habe da noch nie jemanden gesehen. Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen unzufrieden. Naja, wir suchen den Job, okay? Ich bin letztes Mal aus dem Apple Store rausgeflogen. Das heißt, ich habe immer noch kein Geld und ich glaube, wir alle wissen, was das für ein Problem ist. Und wenn ich mehr Geld habe, dann kann ich mir auch eine bessere Wohnung holen und dann werde ich auch nicht aus dieser hier rausgeschmissen. So, das ist der Masterplan. Das heißt, wir gehen jetzt raus und wir gehen auf Jobsuche. Alles klar? Alles klar. So, was haben wir denn hier? Ich meine, es gibt bestimmt Jobs, die man einfach kriegt, vielleicht im Supermarkt oder in irgendeinem Café oder da hinten ist ein McDonald's. Vielleicht probiere ich es da einfach mal, ganz ehrlich. Ich meine, McDonald's hat wahrscheinlich nicht die höchsten Anforderungen, was Arbeitserfahrungen und sowas angeht. Die nehmen mich bestimmt. Ich meine, ich bin ja kompetent. Ich habe ja schon mal in einem Restaurant gearbeitet. Ich kann gut Lebensmittel verkaufen. Ich habe ein bisschen Angst hier. Hier ist der Hauptbahnhof. Ich muss mich mal orientieren, sonst finde ich gar nicht zu meiner Wohnung zurück nachher. Aber es war einfach nur die Straße runter. Das ist auch gut. Dann ist der McDonald's echt nah an meiner Wohnung dran. Und dann kann es ja nicht so schwer sein, irgendwie da wieder zurückzukommen. Okay, da hinten ist der Aldi. Dann ist hier der McDonald's. Okay. Hier sieht aber auch ziemlich tot und leer aus. Es ist auch schon irgendwie echt dunkel da drin. Hallo? Ist hier jemand? Hallo, guten Tag. Schönen guten Tag. Ja. Sie haben geöffnet, richtig? Ja, hab mir. Okay, suchen Sie vielleicht einen Mitarbeiter, eine Aushilfe? Ich weiß nicht, bist du qualifizierter genug dafür? Wie bitte? Bist du qualifiziert genug dafür? Na klar, Das bin ist ich eine qualifiziert. sehr wichtige Aufgabe. Klar bin ich qualifiziert Wenn du die genug Kotze dafür. falsch aufmischst, dann kannst du passieren, dass Wieso du der Boden kotze? Ich durchhältst. dachte, ich verkaufe hier, guck mal, hier so ein Burger, Ihre Pommes, mal meine Aufgabe muss es Cola. sein, den Laden sauber zu halten. Laden sauber zu halten. Ja, klar, aber das ist ja. Ja. Also, da können wir ja einmal mal durchfegen, so bei Ladenschluss. Wir haben einen Kunden, der kommt jeden Tag einfach hier, um zu kotzen. Okay. Das ist natürlich blöd, aber kann man dem nicht einfach Hausverbot erteilen? Nein, das ist unser bester Kunde. Okay. Also, Sie sagen, ich kann hier einfach arbeiten, ja? Ich weiß nicht, kannst du? Bist du qualifiziert genug? Was hast du für Klar. einen Abschluss? Ich bin noch nicht fertig mit der Schule. Aha, Aber ich okay, bin schon in ja. der 10. Klasse. Okay, Und, warum? naja, weil ich noch nicht so alt bin. Okay. Aber ich bin schon 16, das heißt, ich darf schon arbeiten. Und ich bin schon in der 10. Aha. Klasse und ich habe, ab der 9. hat man, glaube ich, seinen Hauptschulabschluss. Bei uns war es jedenfalls so, in der Schule. Das heißt, ich habe auf jeden Fall schon meinen Hauptschulabschluss. Okay, dann musst du mir aber mal sagen, genau, was das 4 plus 4. 8. Nein, das ist eine Rechenaufgabe. Ja, es ist eine Rechenaufgabe, da haben Sie recht. Wie ist denn die Bezahlung in so einem McDonald's? Ja, die Bezahlung ist mehr oder weniger ja und öfters meist nein.
Aha. Aber öfters mal das Nein ist jetzt eigentlich nicht so gut. Also ich will ja eigentlich hier ja Geld verdienen. Drauf an, du musst dafür sorgen, dass wir hier ordentlich Kunden haben. Also es kommt drauf an, wie viel ich verkaufe. Wenn ich mehr verkaufe, kriege ich mehr Geld. Ja. Aber so aus Interesse, was kriegst du denn so? Nach so einem harten Arbeitstag. Das sag ich dir doch nicht. Oh, okay. Entschuldigung. Wie sind denn hier so die Schichtzeiten? Also, wann wäre denn noch was frei? Wann soll ich denn anfangen zu arbeiten? Pommes sollte man immer ordentlich salzen, aber auch nicht zu stark. Okay, das verstehe ich. Ich mag auch keine Pommes, die zu wenig gesalzen sind. Also, soll ich mittags jetzt so anfangen? Also, oder jetzt hier morgens oder nachts oder... Du musst einfach den ganzen Tag arbeiten. Wir machen 24-Stunden-Schichten. Immer 24-Stunden-Schichten? Ja. Oh, okay. Und wann schlafe ich? Es gibt keine Zeit zum Schlafen. Ah, oh, okay. Du darfst dir eine Cola nehmen für die ganze Schicht. Darf ich sonst Essen hier essen? Also, wenn ich jetzt so Mittagspause habe, dann kann ich mir dann einen Burger nehmen oder eine Pommes vielleicht? Ich esse gerne Pommes. Nein. Nein? Nein. Gar nicht. Okay. Nur eine Cola, wenn ich. Und eine Pommes. Eine Pommes, also so eine große Portion oder? Nein. Eine Pommes. Eine. Stück eine, Pommes, also so ein Stab. Ja. Aber ja, ich habe jetzt schon Hunger, ich habe noch gar nicht gefrühstückt. Also eine kleine Packung Pommes. Ja. Okay, ich habe noch gar nicht gefrühstückt. Kann ich die mir gleich nehmen? Ja, nur eine kleine Pommes, also nur einen kleinen so einen Stab, ja. Aber einen kleinen Stab? Ja. Oh. Okay. Dann, ich komme. Ist hier irgendwo ein Hintereingang oder soll ich über den Tresen springen? Hier ist, glaube ich, nur die Herrentoilette. Über den Tresen springen, okay. Ja, aber bitte pass auf, dass du dich auch jeden Tag wäschst, weil auf dem Ding wird es draufgepackt, ja? Mhm, verstehe. Das finde ich gut, dass ihr hier so auf Hygiene achtet. Hier ist der Getränkeautomat, okay. Hier ist die Station zum Pommes machen. Was haben wir hier noch? Hier ist der Drive-In. Der Drive-In, okay. Ja, das bedeutet aber nicht, dass die Leute mit dem Auto hier reinfahren dürfen. Und was kommen dann für Leute? Also hier ist ja schon eine Straße beim Drive-In. Ja, ich meine hier, dass die in die Ecke hier reinfahren. Ach so, ja. Du musst immer auch früh genug Stopp sagen, weil sonst fahren einige Leute hier rein. Okay, danke, das ist ein guter Tipp. Ansonsten... Die nehmen Drive-In deutlich. Die nehmen... oh nein. Okay, soll ich dann vorne an der Theke arbeiten oder am Drive-In? Du wirst alles machen. Ich werde alles machen, aber arbeitest du nicht auch hier? Ja, ich weiß. Okay. Okay, das ist der Arbeitsplan. Wenn du hier bist und dann bin ich weg und so weiter, dann kann ich... Ist das dein machen. Arbeitsplan? Warte, warum muss ich 24 Stunden arbeiten und du nicht so lange? Ja, weil es einfach so ist. Du bist die Neue, du hast halt Pech gehabt. Okay, weißt du? Okay. Und wieso sind hier Mikrowellen? Also machen wir einfach die Burger in der Mikrowelle warm? Ich dachte, die werden frisch gegrillt. Nee, das ist dazu da, falls dementsprechend du musst den Lappen in die Mikrowelle machen und speziell erhitzen, damit du die Kotze wegkriegst. Oh, okay, dann sind hier die Kühe. Okay, ich glaube, ich verstehe alles. Ich glaube, das ist nicht so schwer. Müllentsorgung muss ich mich aber nicht drum kümmern, oder? Doch, also. Über alles. Das ist doch. Das sind hier hinten. Okay, gibt es irgendwelche Regeln zur Mülltrennung? Ja, Müll in den Mülleimer. Okay, verstehe. Okay, sonst noch irgendwelche Warnungen für mich? Ansonsten bin ich, glaube ich, gut. Ne? Gewappnet? Ja, keine Ahnung, vielleicht kommt nicht mehr vorbei und wird dich erschießen oder so, keine Ahnung. Es passiert nicht so oft. Okay. Alles klar. Ich wurde 5 Mal angeschlossen in dieser Woche. In dieser Woche? Ja. Ich dachte, das passiert nicht so oft. Ja. Okay. Das ist ja schon weniger als die letzten Mal. Okay. Die letzten Mal waren es nur 8 Mal in der Woche. Das eine Mal waren es 5 Mal. Das ist jetzt weniger. Aber die Woche hat gerade erst angefangen. Wir haben doch Dienstag. Ich weiß. Für die Woche ist das relativ wenig. Okay, kein Problem. Ich kümmere mich um alles. Ja, und du musst dir deine Arbeitsuniform selber suchen. Ist hier irgend überhaupt eine? Muss ich eine anziehen für meinen ersten Tag? Die Leute müssen doch wissen, dass du hier arbeitest. Ja, ich kann das ja sagen. Ich stehe ja auch hinterm Tresen. Ja, und? Ja, ich hab... Ich kann auch in den Laden gehen und hinter den Tresen stehen und sagen, dass ich da arbeite. Ja, bin ich dann da? Ja, das ist doch aber verboten. Ich arbeite doch wirklich hier. Ja, okay. Mhm. Hast du einen Arbeitsvertrag? Nein. Soll ich einen unterschreiben? Ja, den unterschreibst du, wenn du die Uniform hast. Wo kriege ich eine Uniform? Das musst du dir aussuchen. Ich habe eine auch selbst gemacht. Hast du die selber genäht? Oh.
Nee, ich hab's ja gefunden. Ja. Okay, also. Ich habe jetzt zwar keine Uniform, aber ich glaube, so wichtig ist das eigentlich nicht. Also, es ist, glaube ich, kein Problem, wenn ich keine Uniform habe. Vor allem für meinen ersten Tag. Für morgen suche ich mir dann eine. Und dann bin ich auch ein legitimer Mitarbeiter hier. Aber ich glaube, so lange kann ich einfach sagen, ja, alles gut. Ich arbeite bei McDonald's hier. Und dann, ich meine, ich bin ja auch die einzige Person hier im Laden. Das wird schon keiner verwechseln. Das sollte kein Problem sein, denke ich mal. Okay, was haben wir hier? Wir haben hier Pommes, Burger. Ich meine, wir haben sonst gar nichts auf der Speisekarte, oder? Wir haben Burger, wir haben Pommes und wir haben Pommes mit Burger. Das ist doch mal ein Ding. Hallo, Bart. Was kann ich für dich tun? Nein, Bart! Bart, du musst dafür bezahlen! Bart! Das machst du schon. Bart, das sind, oh Gott, was kostet das überhaupt? Das waren 3 Burger mit Pommes und die kosten jeweils 4,50 Euro. Also, Bart! Er ist einfach weggegangen. Vielleicht finde ich ihn noch im Drive-Thru. Bart! Oh! Ah, toll, okay. Das heißt, es sind 3 Burger weg, aber ich glaube, da verdächtigt mich noch keiner. Das ist alles noch im Rahmen der Möglichkeiten. Einen habe ich ja auch noch zum Verkaufen und auf den Tischen stehen ja auch noch welche. Soll ich die abräumen oder soll ich die da stehen lassen? Ich weiß nicht genau, wie das hier funktioniert. Hi, Tubbs! Hallo, ich hatte meine Burger hier bestellt. Sind die da? Und eine Pommes. Burger und eine Pommes hast du bestellt? Ja. Ich hatte eigentlich abgesprochen mit denen, dass das hier vorne steht, damit ich es einfach schnell abholen kann. Oh ja, hier hinten steht noch eins. Das kannst du einfach nehmen. Das ist ein Thunfischburger. Ich wollte eigentlich einen ordentlichen Cheeseburger. Es gab einen Vorfall. Also, ich habe so einen komischen Pinguin mit Bart. Der wohnt jetzt bei mir. Der hat die alle Ronja, gegessen. Ronja, geht's dir gut, Ronja? Pinguin mit Bart, Ronja. Der kam in meine Wohnung. Ronja, lüg mich nicht an. Nein, das stimmt. Ronja, Tops, der kam in meine sag Wohnung. Doch einfach, nein, sag doch einfach, du hast keine Lust, mir das zu machen. Weißt du, Ronja? Danke. Nein, gar nicht. Nimm dir doch einfach einen von dem Tisch hier weg. Das ist kein. Guck mal hier, das ist ein Cheeseburger. Die stehen da schon so lange. Die sind angebissen. Die sind nicht. Der hier ist angebissen, klar, aber der da hinten zum Beispiel. Hier, den kannst du nehmen. Oh, toller Arbeitstag. Oder hier steht doch wieder einer. Hä? Bin ich blöd? Warte, bin ich blöd? Stand hier die ganze Zeit einer? Ist der gerade wieder erschienen? Ich dachte, Bart hat den aufgegessen. Warte, was? Hä? Den hätte Tops doch sehen müssen, als er reingekommen ist. Ich hab gedacht, alles ist weg, bis auf der hier. Hä? Das ist ja komisch. Okay. Ist nicht schlimm. Was ist das hier eigentlich? Ist das eine Kaffeemaschine oder Eismaschine? Ist das ein Mixer? Was soll das sein? Ich kenne mich leider überhaupt nicht gut aus in der Küche hier. Ich meine, das ist immer das Problem, wenn man in der neuen Küche ist, dann weiß man nicht, was man machen muss. Und ist hier in den Kartons irgendwas drin? Nee, auch nicht. Ich guck mal im Drive-Thru, ob hier irgendjemand vorbeifährt, aber es sieht ruhig aus. Ich glaube, es ist ein entspannter Arbeitstag. Der Typ hat zwar gesagt, ich verdiene nicht so viel Geld, wenn nicht so viele Kunden vorbeikommen, aber man wird ja mindestens mal einen Mindestlohn kriegen. Hallo! Hallo! Möchtest du was bestellen? Ja. Wir haben Burger und Hä? Ja? Warum hast du dein Telefon hier hingemacht? Ruf mal meine Mama an. Okay, was ist denn die Nummer von deiner Mama? Ich weiß es nie. Okay. Ich habe meine Mama seit 7 Jahren nicht mehr gesehen. Dann wird's, glaube ich, schwer. Ich habe schon wieder ein Haus angezündet. Warte, stopp. Schon wieder? Ich rufe die Polizei an. Welches Haus? Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Oh Mann. Ruf du doch deine Mama an. Ich kenne die Nummer doch gar nicht. Ich auch nicht. Du an. Ja, toll. Willst du was bestellen? Ansonsten kannst du hier wieder gehen und dein Telefon gleich mitnehmen. Wir haben Burger, wir haben Pommes, wir haben Cola, wir haben Burger mit Pommes, Menü und... Ich will eine Suppe. Wir haben keine Suppe. Wir sind bei McDonald's. Ich will einfach eine Suppe. Du hast gesagt, ich kann bestellen. Weißt du, so sind da unfreundlich hier. Das geht gar nicht. Ah, das ist alle blöd hier in der Stadt. Das gibt's auch nicht. Sag mal, sind die alle denn geistig... Ich meine, guck mal. Ich wende nochmal die Pommes. Nicht, dass hier mir irgendwas anbrennt. So, zack, zack, zack. Vielleicht nehme ich mir auch gleich... Nee, ich muss mein Essen einteilen, okay? Ich muss hier 24 Stunden arbeiten. Die Zeit vergeht aber auch langsam. Hier sind die Burger. Oh, die sehen schon echt lecker aus. Nee, okay, ich esse nicht, sehe ich echt nicht. Sonst kriege ich noch Ärger mit dem Mitarbeiter hier, also mit diesem... Aha! Hi! Ja? Wo mit wem kriegst du Ärger? Ich krieg gar keinen... Anruf bekommen von unseren Stammkunden!
Von wem? Stammkunden. Ich habe hier den Burger hingelegt, damit er sich den abholen kann. Und der hat gesagt, er ist nicht da. Ja, aber doch, den hat jemand aufgegessen. Du willst mich wohl veräppeln. Nein, das stimmt. Den hat jemand aufgegessen. Nein. Doch, es kam... Wenn ich mich veräppeln lassen will, gehe ich zum Apple Store. Haben Sie hier Überwachungskameras? Dann kann ich das alles nachweisen. Nein! Das sind die Überwachungskameras. Also ich wollte mir welche holen, aber das geht nicht, weil überall Kameras ausverkauft sind. In der ganzen Gegend. Oh, ich habe tatsächlich da eine Ahnung, wer das gewesen sein könnte. Aha. Es ist mir egal. Wir dürfen nicht zulassen. Das war unser Stammkunde. Er ist wütend. Er ist wütend. Ich wusste gar nicht, dass Tops hier der Stammkunde ist. Ich kenne den. Der wohnt neben mir. Ist mein Nachbar. Das ist super netter Typ. Der ist sehr entspannt. Der wird nicht wütend. Doch, der wird wütend, wenn er keine Ziegelsteine kriegt. Ich habe immer Ziegelsteine reingetan. Oh, verstehe. Deswegen... Das war sein Spezialburger. Eigentlich machen wir sowas nicht, aber ich bin immer extra losgegangen zum Bauamt und hab mir extra Ziegelsteine geholt, damit er welche kriegt. Aber nein, jetzt muss ich ihm selber das nochmal machen. Weißt du, noch einmal so ein Ding und du bist raus. Weißt du, ich muss wirklich gucken, dass wir Leute ranhalten. Das bringt gar nichts mehr. Okay, verstehe. Dann darf ich dann nach Hause gehen? Ist mein Tag vorbei? Nein, du musst nur das Geld rausarbeiten, was sozusagen nicht verdient wurde. Na, aber ich kann nichts verkaufen hier. Die Leute wollen nicht einkaufen. Wir hatten vorhin einen da, der wollte Suppe. Den hättest du Suppe machen können. Na, aber hier ist doch keine Suppe. Womit soll ich den Burger hier pürieren? Keine Ahnung. Nimm einfach irgendeine komische... Nimm so eine Dosenhaarschale, nimm ein bisschen Ketchup, verdünnt es und sag, das ist Tomatensuppe. Okay, nächstes Mal mache ich das. Das musst du einfach so... Du musst kreativ werden. Okay. Die Leute merken nicht, was das ist. Aber sind die Leute nicht hier, weil sie einen gewissen Standard erwarten? Also gehen die nicht zu McDonald's, um zu die sagen... Die Leute haben keinen Standard hier in dieser Stadt. Okay. Ho. Gut. Dann, trotzdem. Ist es okay, wenn ich dann nach Hause gehe? Und weil ich bin schon echt geschafft und ich habe auch Hunger. Du hast ja noch nicht mal was geschafft. Und Hunger... Du brauchst keinen Hunger haben. Na, hab ich aber. Ich hab noch gar nichts gegessen heute, den ganzen Tag. Ich bin jetzt schon stundenlang hier. Weiß ich nicht. Vielleicht, weiß ich nicht. Wir haben draußen ein bisschen Gras, da kannst du ein bisschen was essen. Nee, ich will kein Gras essen. Sicher? Ja. Das ist grün. Ich gehe jetzt nach Hause. Wir sehen uns morgen, okay? Ich komme morgen pünktlich um 8. Das ist immer unfähiges Arbeitspersonal, weißt du? Das ist so... Nee. Was für ein blöder Job. Aber immerhin, ich meine... Immerhin werde ich bezahlt, dann suche ich mir bis nächstes Mal noch eine Uniform und dann klappt das hoffentlich. Ich meine, wäre ja schlimm, wenn nicht, und dann kann ich auch meine Miete bezahlen. Das war's dann aber auch für diese Folge Minecraft Start. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal, schaut bei Tops vorbei und macht's gut. Bis morgen. Ciao!